Ruanda, Land der tausend Hügel, die Schweiz Afrikas. Doch die Idylle trügt. Ruanda leidet schon heute unter dem Klimawandel. Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutsche. Mit der wachsenden Bevölkerung wächst auch die Konkurrenz um fruchtbares Land, um Wasser und auch um Holz als Hauptenergieträger. 85% der ruandischen Bevölkerung nutzen Holz, um ihren Energiebedarf zu decken, größtenteils zum Kochen. Das hat Folgen in dem kleinen Land. Ruanda gehört zu den am dichtesten besiedelten Regionen Afrikas. Der Energie- und damit Holzbedarf ist hoch. Der Holzverbrauch führt zu rascher Entwaldung. Von 1990 bis 2005 hat sich die Waldfläche Ruandas halbiert. Holz als Hauptenergiequelle wird überall verkauft. Aber es ist teuer für die Bevölkerung und führt außerdem zu starkem Qualm in den Häusern. Atemwegserkrankungen sind die Folge. Das fordert in ganz Afrika mehr Opfer als Malaria. Ein Deutscher gibt nur etwa 1% seines Einkommens für Energie zum Kochen aus. In Ruanda ist es 15 Mal mehr, denn Brennholz ist hier teuer. Ungefähr 20 Euro bezahlt eine ruandische Familie jeden Monat dafür. Ich gebe den Großteil meines Einkommens für Brennholz aus. Geld, das ich eigentlich dringend für Schulgebühren und Nahrungsmittel benötige. Ich hätte gerne Brennmaterial, das mich nicht so viel kostet. Das, was ich bislang nutze, ist viel zu teuer. Fanny und Reshina, zwei junge Frauen aus dem Norden Ruandas, arbeiten an einer Lösung des Holzproblems. Für Atmosphäre vertreiben sie hier in der Partnerorganisation Safer Ruanda effiziente Brennholzöfen. Die Öfen heißen Safe 80, denn sie sparen 80% Brennholz gegenüber dem offenen Feuer und helfen damit den Nutzern, Geld zu sparen. Das schont auch den Waldbestand. In Werbeveranstaltungen wie hier im District Gikumbi informieren die beiden Frauen potenzielle Käuferinnen. Sie kaufen den Ofen nur, wenn sie ausreichend Informationen erhalten. Deshalb zeigen wir ihnen, wie der Ofen genutzt wird, gereinigt wird, wie das Essen aufbewahrt werden kann und vieles mehr. Die 10%, die wir bei jedem Verkauf bekommen, bringen uns im Leben voran. Diese Kundin von Fanny und Reshina betreibt ein kleines Restaurant. Früher, wenn Kunden kamen, fanden sie lauwarmes oder kaltes Essen vor und ich musste es aufwärmen und verbrachte viel zu viel Zeit in der Küche. Seitdem ich den Ofen und dazu die Wonderbox zum Garen habe, habe ich immer warmes Essen für meine Kunden. Und trotz steigender Kundenzahl brauche ich weniger Brennholz. Früher hatte ich hohe Energieausgaben, aber die Zeiten sind vorbei. Gefertigt werden die Öfen in der Hauptstadt Kigali. In dieser Werkstatt der Organisation Safer Ruanda fertigen Frauen gerade neue Öfen an. Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, werden die wichtigsten Teile aus Edelstahl produziert. Diese Bleche exportiert Atmosphäre von Deutschland aus nach Ruanda. Die Montage des Safe 80s erfolgt vor Ort. Dies schafft hier Arbeitsplätze und Einkommen für die Frauen. Nachdem die Öfen von dem fünfköpfigen Team montiert sind, verkaufen Vertriebsteams sie in den einzelnen Districts. Bis Ende 2014 konnten schon rund 6000 Öfen in Ruanda verkauft werden. Alan, der Country Manager von Atmosphäre, und Christine, die Leiterin von Safer Ruanda, sind im Dauereinsatz. Mehrmals in der Woche stellen sie die Öfen in den einzelnen Districts vor. Heute sprechen sie mit wichtigen lokalen Verantwortlichen aus dem Verwaltungsbezirk Bujesera. Alan stellt das Ofenprojekt im District vor. Er erklärt, warum die Öfen Geld sparen und die Gesundheit schonen und warum sie sogar das Klima schützen. Denn ein einzelner Ofen spart jährlich im Durchschnitt etwa 4 Tonnen Brennholz ein oder umgerechnet 5 Tonnen CO2. Das entspricht der Klimawirkung von einem Flug von Frankfurt nach New York und zurück pro Passagier. Ein anderes Beispiel: Ein Atmosphäreofen spart in Ruanda so viel CO2 ein,
wie zwei deutsche Autos in einem Jahr ausstoßen. Ein Ofen wird von Atmosphäre stark subventioniert, sodass der Käufer in Ruanda nur 18 Euro bezahlt. Diese 18 Euro können die Partner von Atmosphäre vor Ort aber komplett behalten, um ihre Kosten für Werkstätten zu decken und ein Gehalt für ihr eigenes Leben zu haben. Unterm Strich bezahlen also die Atmosphärspender über die Klimakompensation den gesamten Ofen. Den Preis von 18 Euro zahlen die Käufer gerne, denn der Ofen macht sich in weniger als 2 Monaten bezahlt. Die Nachfrage ist groß, wenn die Nutzer das verstehen und dazu den schicken Ofen sehen. Für die 18 Euro bekommen sie den Ofen, 2 Töpfe und die Garbox. Für die Ärmsten gibt es die Möglichkeit, den Kocher in Raten abzubezahlen. Auf diese Weise wollen die Atmosphärepartner Käufer im ganzen Land finden. Ein ambitioniertes Ziel, aber mit großer Wirkung für die Umwelt, das Klima und die Menschen in Ruanda. Jährlich kommen Prüfer der Vereinten Nationen nach Ruanda und prüfen das Projekt. Bisher haben die Prüfer alle Öfen ihrer Stichprobe gefunden und alle waren in Betrieb. Ein voller Erfolg. Schirmherr Klaus Töpfer hat Atmosphäre geraten. Ihr müsst die Menschen dort abholen, wo sie im Alltag stehen. Der erhobene Zeigefinger nützt gar nichts. Und so helfen die Öfen den Ruandern und dem Weltklima. Ich bin nicht so gut, dass ich das nicht so gut habe.